seitdem wir im Auswärtigen Amt, jedenfalls für mich, darauf achten, dass wir auf Podien oder auch bei meinem Auslandsreisen, weil ich vertrete ja die Bundesrepublik Deutschland. Moment. Nein. Wenn wir da mit einer reinen Männerdelegation, das fällt jetzt schon mal aus, weil ich eine Frau bin, aber passiert schon mal öfters oder ist in der Vergangenheit öfter passiert, ist die Frage für mich, repräsentiere ich eigentlich komplett Deutschland, wenn man das Gefühl hat, in Deutschland leben nur über 50-jährige Männer. Sie ist ein Schandfleck, sie interessiert sich nur für sich selbst. So, das macht, da müssen wir gar nicht viel tun, wir müssen einfach da sein. Und das sind wieder die kleinen Dinge, wenn wir dann in Situationen sitzen, wo auf der anderen Seite nur Männer sitzen. Ich brauche überhaupt nichts sagen, ich rede dann gar überhaupt nicht über feministische Außenpolitik. Wenn wir was zu besprechen haben, hältst du die Fresse, ist das klar? Das passiert von ganz alleine, weil sofort kommt als allererstes entweder so ein Spruch, weil man nicht weiß, was man sagen soll. Gut, dass Sie hier für die Schönheit im Raum gesorgt haben. Meine Antwort ist meistens, ja zum Glück auch, für ein bisschen Intelligenz. The minute she walked in the joint, boom, boom.